Vor allem wegen dem dramatisch niedrigen Ölpreis fällt der russische Rubel von Rekordtief zu Rekordtief. Auch das Unterschreiten der Marke 90:1 zum Euro konnte den Fall der russischen Währung nicht aufhalten. Erst bei 93,7 wurde heute ein neuer Tiefststand erreicht. Die Zentralbank hat die Spitzen der russischen Finanzwelt nach diesem schwarzen Tag zu einer Dringlichkeitssitzung eingeladen. Im Gegensatz zu mancher deutschen Zeitung wollen wir hier nicht den Eindruck erwecken, dass das Land kurz vor dem Kollaps steht. Reserven sind aus den guten Jahren schon noch da, damit man damit 2016 überbrücken kann. Einem Kollaps wesentlich näher ist jedoch die schon immer instabile Währung. Der heutige Abrutsch um ganze 5% ist schon dramatisch. Da lässt sich nichts beschönigen, auch wenn Kreml-Sprecher Peskow das natürlich versuchte. Direkte Leidtragende des tiefen Tals der neuen Krise wird es in einer sehr großen Gruppe auf jeden Fall geben, der normalen Bevölkerung. 2016 und wahrscheinlich 2017 muss der russische Durchschnittsbürger mit einem weiteren Wohlstandsrückgang rechnen. Und er hat gerade einen hinter sich. Vor allem, was importiert werden muss, wird unheimlich schnell teurer und immer mehr Leute können es sich nicht mehr leisten. Das zeigt sich an vielen kleinen Zahlen aus dem Warenhandel. So schreibt die angesehene Zeitung Kommersant, der Import von Whisky nach Russland sei auf 22% und von Weinen auf etwa ein Drittel des Vorkrisenniveaus gefallen. Von den in Deutschland viel zitierten Sanktionen ist Alkohol gar nicht betroffen und so geht dieser Rückgang voll auf das Konto des Kaufkraftverlustes. Die Menschen fangen laut Kommersant wieder an, billigere alkoholische Getränke zu konsumieren. Wer denkt, in Russland herrscht jetzt eine allgemeine Panik, täuscht sich völlig. Gerade die leicht panischen Deutschen würden sich die Augen reiben, wie ruhig die Russen durch die aktuelle Krise gehen. Der Grund dafür ist nicht nur Mentalität. Auch hat man schon zum einen viel erlebt, zum anderen hat das schlechte Jahr 2015 bereits dazu geführt, dass die Ersparnisse eher in Devisen aufgehoben werden und sich ein fallender Rubel auf den aktuellen Kontostand nicht mehr so stark auswirkt.